Man muss es auch so gut wie es geht verhindern. Deshalb ist der Islam so schön und so abwechslungsreich. Gesamt seiner Gebote und Verbote. In diesem Rahmen, den er uns beschreibt, worin wir uns befinden sollten. Der Islam sagt ja, dass es erlaubt, dass es nicht erlaubt, wenn du ein gottesfürchtiger Mensch sein willst. Durch diese Einschränkungen haben wir viel Auswahl. Die Ausdehnung, dass das Leben nie langweilig wird. Viele Außenstehende sagen, islamische Lifestyle, sehr langweilig. Immer das Gleiche. Ich brauche mehr Action, ich brauche mehr Sachen. Im Islam kannst du das auch ausleben. Der Islam ist nicht dagegen, absolut nicht. Wie es immer gesagt wurde, dass der Islam bei 100 Dingen sagte, 99 davon ist halal, eins ist haram. Das ist die Schönheit unserer Religion. Warum sollte man nicht in dieses Gefühl verfallen, diese Sinnlosigkeit, dieses langweilige Gefühl? Weil bei Allah, der ja unendlich ist, und wir seine Liebe erreichen wollen und dementsprechend diese Liebe auch unendlich ist. Man kann immer was Neues erreichen, man kann immer was Neues entdecken. Das Gleiche gilt auch für den Paradies sehr oft. Sehr oft stellen die kleinen Kinder die Frage, ist es nicht langweilig, wenn ich Millionen Jahre lebe und immer das Gleiche, immer im Paradies? Ist doch langweilig an einem Ort die ganze Zeit. Diese Sache ist und die Antwort ist, es wird nie langweilig, weil es unendlich groß ist. Du siehst immer was Neues. Du bist immer auf einer Reise. Du bist immer überfüllt mit wunderschönen neuen Reizen. Und deswegen ist das immer attraktiv im Zusammenhang im Islam. Yazids Armee hatte unseren Imam, dessen Söhne, Brüder, Neffen und Gefährten brutal ermordet. Niemand wurde verschont. Unter den männlichen Erwachsenen blieb nur der vierte Imam, Hazrat Zainul Abidin, übrig, der bewusstlos im Zelt lag. Sein junger Sohn Mohammed war ebenfalls bei ihm und weinte. Der Morgen brach über den trostlosen Sand Karbalas an. Was gestern noch ein Schlachtfeld war, ist heute eine weite Wüste, bedeckt mit den leblosen Körpern der Getöteten. In der Ecke, wo Imam Husseins Lager gestanden hatte, haben die Witwen und die Waisen immer ihr Morgengebet beendet. Imam Zainul Abidin befindet sich in der Sajda, Allah lobpreisend. Umar Saad kommt mit einigen Soldaten und befiehlt die Frauen und die Kinder an Seil des Gefangenen zu fesseln. Wieder gibt es Wehklagen. Unser vierter Imam tröstet sie. Er selbst wird auch in schwere Ketten gelegt. Yazids Soldaten verbringen den Tag damit, ihre Toten zu begraben. Die Körper der Märtyrer und des Imam Husseins aber werden liegen gelassen. Imam Zainul Abidin fleht darum, sie begraben zu lassen. Aber seine Bitten blieben unerhört. Eine weitere Nacht in Karbala muss sich der Morgendämmerung führen. Die Gefangenen blieben gefesselt. Der Imam leidet unter seinen Ketten. Seine Hand- und Fußgelenke sind verschrammt und mit Blutergüssen übersät. Die Geschichte Karbalas ist eine Geschichte der fünf treuigen Reisen. Dritte Reise der Tränen. Wer ist der Held und die Heldin dieser dritten Reise? Der Held ist ein in Ketten gelegter, mit Handschellen gefesselter, erschöpfter, sehr kranker, leidender Mann, der vierte Imam Hazrat Zainul Abidin. Und die Heldin? Wir sehen die Frau mit nacktem Haupt, ihr Gesicht voller Schmerzen, doch jetzt spiegelt es den Mut und die Stärke ihres Geistes wider. Sie weiß, dass sie am Sakina, sie weiß, dass sie um Sakina und des anderen Frauen willen nicht ihrer Trauer und dem Schmerz verfallen darf. Ja, es ist Sayyidah Zainab. Salam.